Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin Giffey, sehr geehrte Damen und Herren! Der vorgestellte Haushalt enthält zweifellos einzelne Punkte, die auch wir als AfD-Fraktion in unserem Willen um die Förderung von Kindern und Familien unterstützen. Ich nenne hier das Elterngeld und auch die Gelder zur Verbesserung der Kita-Versorgung. Diese Übereinstimmung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Familienhaushalt unzureichend ist. Dies gilt für seine Ziele, dies gilt auch für seine Budgethöhe. Frau Weidel ist in ihrer gestrigen Rede auf die Folgen der demografischen Katastrophe eingegangen. Der aktuelle Haushalt leugnet diese Katastrophe und erkennt vielmehr die Chancen im demografischen Wandel. Ein Satz, der zwar immer wieder gebetsmühlenartig zitiert wird, aber trotzdem unsinnig bleibt. Und Finanzminister Scholz hat in seiner blutleeren, dafür plattitüdenreichen Rede einen Satz formuliert, der ebenfalls das Zeug zum Klassiker hat. Wenn er nämlich vor einer abstrakten Diskussion um eine demografische Zeitbombe warnte. Damit wollte Herr Scholz gleich zu Beginn der Haushaltsdebatte die wahren Probleme in Deutschland und die wahren Probleme der Familienpolitik unter den Teppich kehren. Um sogleich danach einen Fachkräftemangel zu beklagen, der durch die berufliche Förderung von Flüchtlingen auszugleichen sei. Aber, meine Damen und Herren, der Mangel an einheimischen Arbeitskräften, zum Beispiel in der Pflege und im Handwerk, der ist doch zu einem erheblichen Teil dem dramatischen Geburtenrückgang seit 1970 geschuldet und nichts anderem. Herr Finanzminister, ich fürchte, dass der Fachkräftemangel auch bereits die Sozialdemokratie erreicht hat und dass Sie mangels Alternativen einen Redenschreiber beschäftigen müssen, der Ihnen derartigen Unsinn in die Reden schreibt, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung will die Notwendigkeit einer gezielten Förderung einheimischer Geburten und einheimischer Kinder kleinreden, um den Deutschen die Masseneinwanderung schmackhaft zu machen. Der Bund gibt dieses Jahr offiziell 21,39 Milliarden für sogenannte Flüchtlinge aus, bis 2021 jährlich mindestens 15 Milliarden. Demgegenüber steht ein Gesamtvolumen des Familienhaushalts, das wir hier als enorm wichtig und großartig gehört haben, von 10 Milliarden. Dies zeigt eindrucksvoll, meine Damen und Herren, dass der Bundesregierung die Masseneinwanderung vor der Förderung deutscher Familien steht. Und das ist mit uns nicht zu machen. Bei angemessener Verteilung wäre es möglich gewesen, ein starkes Zeichen der Wertschätzung für unsere Kinder und Familien zu setzen. Diese historische Chance hat die Bundesregierung vertan und versucht nun, die mageren 7% Steigerung als eine soziale Wohltat zu verkaufen. Das mag hier vielleicht im Parlament bei dem einen oder anderen gelingen. Beim Volk draußen wird es fehlschlagen. Ich bitte Sie, Frau Ministerin Giffey, erinnern Sie sich des Mutes zur Wahrheit Ihres einstigen Mentors Heinz Buschkowski. Wollen Sie die SPD erneuern, dann schauen Sie nach Dänemark. Treten Sie den Einwanderungsideologen in Ihrer eigenen Partei entgegen. Kämpfen Sie für die Kinder, kämpfen Sie für die Familien. Es geht viel mehr, als in diesem Haushalt bereitgestellt worden ist. Wir sind bereit, mit Ihnen den Kampf für Kinder und Familien in Deutschland aufzunehmen. Vielen Dank. Als nächstes erteile ich das Wort für die CDU-CSU-Fraktion dem Kollegen Markus Weinberg.